Warum sind wir eigentlich eben nicht im Rang aufgestiegen? Was ist das für eine Frechheit? Fällt mir nur so nebenbei auf. Wir hatten 89% vor dem Spiel. 11% ist eigentlich echt wenig. Also 11%, da müssten wir extrem wenig MMA gerade bekommen haben für das Spiel, dass ich nicht aufgestiegen bin. Dass wir weniger als 11% bekommen haben. Ah, ärgerlich. So, jetzt habe ich gerade nicht mehr aufgepasst, weil ich noch mal in den Chat geschaut habe. Was haben wir für ein Line-Up? Nightstalker ist gar nicht so schlecht. Haben wir gerade mit AA gepickt? Oh Gott. Anscheinend haben wir einen Dandy im Team. Naja, dann hoffen wir mal, dass das auch so stimmt. Oben haben wir Lifestealer und Oracle. Hey mit, na dann. Im letzten Spiel war die PA super. Ich glaube, PA war nicht das Problem. Dazzle war das Hauptproblem. Und wir haben einfach dann unser Draft ausgewählt. Ich hatte einen sensationellen Start. Ich war ja bei Minute 7 Level 6 als Zeus, als Position 4 oder 8. Also bei Minute 7 oder 8 war ich Level 6. Ich hatte ein richtig gutes Spiel. Die Lane lief am Anfang richtig gut. Und davon konnte ich halt gut snowballen. Und Zeus einfach kann dann auch viel machen. Fast so viel Farm wie der mit seinem Midas. Also ich hatte ein richtig gutes Spiel und es hat auch viel vom Timing verschoben. Aber wir hatten ein greedy Lineup, wie Crave richtig geschrieben hat. Und wie er auch gesagt hat, wir waren überrascht, dass wir in der Laning Phase nicht mehr Probleme hatten. Es lag daran, dass wir so einen guten Start hatten. Und dann kann Zeus schon viel machen mit einem guten Start. Wir hatten im Midgame trotzdem Probleme. Ne? Dass man diese Minute 20 bis Minute 30 war problematisch für uns. Das hat man auch gemerkt. Und also das war halt, aber wir waren greedy halt, ne? Wenig Control. Jetzt haben wir auch gemerkt, dass BKB an war. Oder dass sie auch BKB am Mann bekommen hat. Aber der Dazzle war halt auch einfach. Den haben wir getiltet unten in der Lane. Wenn man sich jetzt nochmal angucken würde jetzt im Replay, das, man sieht halt nicht immer alles, man sieht ja immer nur das, was halt eben nicht im Fog stattfindet und was man sich zusammenreimen kann. Aber das war relativ offensichtlich, wir haben ihn unten getiltet, weil wir halt wirklich, wie ich auch vorhin gesagt habe, mit dem Invoker gut zusammengespielt haben. Wir haben einfach richtig gut zusammengespielt, der Invoker und ich. Und das war extrem wichtig. Und dadurch haben wir dann die Lane gewonnen, die wir hätten eigentlich verlieren sollen, ehrlich gesagt. Oder zumindest, wir haben sie even gespielt. Und wir hätten sie eigentlich verlieren sollen gegen Dazzle PA. Ähnlich wie beim Zeus. Shadow Shaman das gleiche Problem, sogar noch mehr, ist noch langsamer. Langsamer Held ohne Mobility. Deswegen die. Das Windlace. Lace heißt ja so Schnürsenkel, so ungefähr. In dem Zusammenhang. Deswegen jetzt schön die Schnürsenkel des Windes. These are the questions no one was asking. Oh, now I feel better. Okay. The heck? Wir haben hier mit zwei, potenziell zwei Stunts unten, okay. Okay.
На хаосе купи топор, дебил. Nicht zusammenstehen, weil nicht beide den Damage abbekommen. Braucht man Stick. Da ich jetzt die Rune nicht bekommen habe, dauert das halt so lange mit dem Stick. Dass wir unten halt nichts erreicht haben. Aber der Oracle geht halt viel auf mich. Ich hätte noch 6 Tangos. Irgendwie noch Regen in der Lane hier. Soll ich mal einen Pull machen? Wir haben 2 Ranged. Also leider auch so viel Right-Click. War jetzt nicht die richtige Zeit, weil wir noch viel getradet haben, um den Pull zu machen. Kondition schreckt mich jetzt nicht so sehr. Kriege ich 2 Charges für. Okay, schade, wenn das unten so läuft. Der pullt anscheinend nicht, wie er es möchte. Der fragt die ganze Zeit nach einem Pull, nichts passiert. Oh, sehr schön, ja. Heil mich ruhig ein bisschen. Baby! Unter Druck setzen, dass er nicht so leicht nach vorne kommen kann zum Last Hitten. Okay, wir haben einfach einen Schwachkopf im Spiel, der einfach nicht pullt, wie es aussieht. Die Tower läuft. Oh Gott, was ist denn da los? Can you come over? This Oracle is here. Okay. Never mind, fine. That should help. Schade. Was mit solchen Leuten los ist, das will man gar nicht wissen. The Oracle is out of position. We can kill him and run him down. He comes forward. Ich will die halt nicht so ein bisschen, will die jetzt nicht schon verschrecken und sagen, jetzt sehe ich wahrscheinlich die Creeps. Let's go, let's go, let's go.
Wenn er away from the tower, we should go. Das Gefühl, wir könnten mehr Druck machen. I think if we just commit to Oracle, we kill him. Your time comes. Good job. Das hätten wir gefühlt viel früher machen können. Das war mal ganz gut. Hör ich nach oben. Meine Cloud hier mal ein bisschen laufen lassen. Ich fange mit Arcane Boots an. I think we can just run them down. Okay, AA mit. Sag nie wieder was. Alles richtig. They won't come top now. Like this lifesteal of the jungle, he can't come to the lane and I don't know, Oracle has no TP. Achso, ich habe da nicht mal Boots. Lel. Ja, dann. Machen vielleicht doch mit Boots an. Ich dachte so, geil, Arcane Boots fertig. Fehlt mir aber der Boots-Teil der Arcane Boots. Ich stack jetzt hier gleich mal. Dann will ich schnell Level 6 werden, dann können wir schon Druck auf der Lane machen. Ansonsten will ich nicht zu viel rotieren. Wir rennen eh ein bisschen ziellos im Kreis. Sollten wir nicht zu viel machen. Also ziellos vielleicht übertrieben, aber... Der Rubik jetzt in der Mitte. Ey, gut, will halt früh rotieren. Das Gute ist, dass der... Ich hab keinen Mana leider. I'm out of Mana. Wanna use the Bot Shrine after this wave? AA? Ich meine, ich die Last jetzt wegnehmen. Ich will, dass sie die Wave schnell killen. Schnell die Deppen markieren. Let me go first, so I can hex and shackle him. Fight, fight, fight. Nah. Hab ich nicht noch Mana gehabt. Da haben wir die Vision verloren. Schade eigentlich, dass er nicht ein bisschen hinterhergelaufen ist. Das lief nicht gut. War am Anfang noch das Rage an. Ich hoffe, dass ich ihn damit ein bisschen vertreiben kann.
Oh. What? Bist denn noch gestorben? Durch den Fate Bolt dann wahrscheinlich. Ah, die Range vom Aether Shock ist halt ein bisschen meh. Deswegen Aether Shock mit Aether Lens. Bisschen Mana noch geben. Ja, lange keinen Shadow Charm gespielt. Ich habe kein gutes Gefühl mehr für die Range der Spells. Und die ist halt nicht besonders hoch, wie man sieht. Let's push bottom. Let's take this mid tower. Noch bekommen. Wir mit Tower nur begrenzt viel Schaden gemacht haben. Mein Mana verbrauchen. Ich krieg trotzdem keinen zweiten Spell raus. Also kein zweites Aether Shock. Also lange Zeit nicht oben. Hier ein bisschen Mana. Mal das. Okay, der Bristleback oben. On our way. Let me get in range before you scare him. Yeah, just show in the lane normally. Ah, okay. TP's out. ATP bot. ATP is a bot. Can we help, guys? Don't block me! Don't block me! Rubik! Okay, never mind. Block me. Your middle tower is under attack. Ich würde es mal mit dem. Mann, das ist so eine. Pushbot. Keiner mit deinem Creep Swag. Mach einfach mal was richtig. Just get out, just get out, just get out. Let them kill me. I'm not ready. Schade. Not yet. Your top tower is under attack.
enemy's middle tower is fallen. Top tower under siege. Careful, they're coming with. Let's get back. Your top tower is under attack. Haste. Haste. Top tower under siege. Oh, now oh, yeah. Hätte ich ein bisschen früher Hilfe gebrauchen können. So, ich glaube, 20 XP, 200 HP. Die haben schon ganz schön Burst Damage. XP Gain ist auch super. Lifeslow probably defend top. Let me get in range. Yeah, I'm on my way. Und pushen. Das hasse ich, wenn ich Shadow Shamans im Team habe, die einfach nicht vernünftig pushen. Ults einsetzen und pushen. Nicht rumpimmeln, pushen. Pick aufsuchen, weiter pushen. Und Leute, die mal besser pingen als spielen können. Ist immer. Irgendwer hat da ja schon. Man fängt mir das nicht so wichtig gewesen. Ich verpasse oft die Tomes, damit die nicht so wichtig sind, weil mein Level eigentlich mal ganz okay sind. So was? Fuck this shit. 70 Sekunden. X first. Ist eigentlich echt ein bisschen komisch. Ich habe zu viel Zeus gespielt irgendwie. Eigentlich wäre ein 4-Star viel besser wahrscheinlich. Ich habe echt zu viel Zeus gespielt. Forced Glimmer Cape. Ist eigentlich das hier, was ich bauen sollte. Gegen die. Gegen Bruce, also gegen alle irgendwie, sind beide Items halt der Hot Shit. Gut, dass du was geschrieben hast. Das ist eigentlich echt Quatsch. Auf jeden Fall Force, vielleicht auch Glimmer. Beides super. Und dann gucken wir halt mal weiter. Stehe ich da ein bisschen pimmelig rum. Careful, don't get baited, don't get baited. Ja. To our bottom. Let's push mid, let's push mid. Let's push, take this. Okay, they used the glyph, that's nice. They're coming over. Careful, Skye's here. Careful, we are split up, guys. Was machen wir denn da? Laufen wir noch rüber. Out of here.
ein bisschen früh mit rüberlaufen sollen. Hätte ich früher was machen sollen. War ich ein bisschen unentschlossen tatsächlich, weil auch erst zwei mit drüber waren und dann bin ich aber so arschlangsam. Jetzt habe ich aber meinen Forstaff, bin ein bisschen mobiler. Your bottom tower is go, lift him. Bisschen greedy, dass ich ja noch mit rein spaziere. Ich habe fast noch einen Kill geschenkt. Ich bin AFK. Ich dive hier an den Tier 1 alleine auf einen Rubik und das geht nach hinten los. Ich bin AFK. Das geht ja gar nicht. Muss nicht mal die Rune checken, Herr Rubik. Ja, du bist total super. Geiler Typ. Ich respawns mein Ult wieder ready. Hatte ich meinen Forstaff leider noch auf Cooler, weil ich das nicht benutzt hatte. Die Travel Time ist so geil von dem Chaos Boat, wenn man es auf längeren Entfernung mal sieht. Finde ich echt nicht schnell. Die Tools zu pushen ist natürlich dann immer schwieriger, weil man nicht mehr so viel von der Map sieht in der Nähe. Das ist eigentlich das nächste Talent, schon ewig kein Shadow Shaman gespielt. Den Range Talent. Ja. Viele nehmen, ich habe immer diesen anderen Bild, ich glaube da gibt es zwei wirklich unterschiedliche Arten Shadow Shaman zu spielen. Der Hex Cooldown, die Shackle Duration, so, dann ist es so Dauer Disables. Aber ich mag irgendwie immer diese. Let's push mit. Let's take this tier 2. We got Shadow Shaman Wards and one is dead. Guys, can we. Ich wollte nicht nach unten spielen, was eh schon so lange gedauert hat. Dann laufen wir halt nach unten. Ist auch okay. Bisschen aufpassen mit dem Shadow Shaman. Let's push bot now. Let's not always get kills and then stop pushing, guys. We just push up to the tower, drop my Shadow Shaman wards. In der Mitte hätten wir pushen können, müssen wir halt unpushen. Immerhin bleiben sie jetzt hier. Wir müssen hinten. Das haben wir. Ich muss mal im Demo-Modus Fuck, zerkackt. Jetzt habe ich wieder Force auf den Movie benutzt. Das will ich eigentlich nicht. Und den Tower bekommen, so ein bisschen mal vorwärts kommen hier.
taking damage. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is in ruins. Noch ein zweites TP mit einstecken. Ah, ich glaube, die kommen jetzt nach oben gestiefelt. Alle missing. Die sind wahrscheinlich am oberen Bereich. Ja, das ist auch nicht ein sensationellen Farm. Ups. Den rausgehalten. Schade, dass mal früher. Dass mal Invis gemacht wurde. Schade, ey, Ult hätten wir hier im Teamkampf gebraucht. Ja, der AA das früher gesehen, hätten wir wenigstens also den Pengo rausgenommen. Der ist irgendwie immer noch gestorben danach, aber das hätte uns da viel gebracht. Insgesamt nur 3-1. Der Kampf unten, der lief mal nicht. Den haben wir am Anfang gekillt, wir haben den Oracle, obwohl wir haben Oracle und Sky, die sind bloß wieder respawned inzwischen. Komischer Kampf. Vielleicht hätte ich den Holt nicht auf den Pango committen, sondern obwohl, es war knapp, es war echt knapp. Bottom tower being attacked. Is learning to accept its own inevitable death. Pengo noch dazu. Das Problem ist ja, was wir AA haben, ist halt ein AA mit einem Kaya und einem Rod of Aethos jetzt. Der wird auch einfach instant gekillt von allem. Okay, immerhin. Sehr schön. Overcommitted von ihm. Und den CK haben sie jetzt halt nicht gekillt mit dem Halberd. Sehr gut. Okay, das war extrem wichtig gerade. Sehr schön. Ah, das mit dem TV ist ja eben extrem knapp. Ich habe noch versucht, erst zu helfen hier. Bounties. Der Bristol hebt die oberen beiden auf. Ich habe erst versucht, noch dazu helfen, weil es halt so aussah, als bräuchten sie Hilfe. Und dadurch... Ja, sonst wäre ich rausgekommen. So, ich come top. Can disable in quite a long time. AA ult ist in 20 Sekunden wieder ready. Just need AA ult to hit. Wait a few seconds.
sind nicht fängt. Okay, what the hell? Ach, der AI stirbt halt einfach. Das ist so krass. Mid-tower taking damage. That middle tower, you ja, jetzt auch gleich wieder GG. Ist immer alles ist GG. Ein Fehler, ein irgendwas, alles immer sofort. Das ist super GG. Push mal die Wave hier noch raus. Okay, fight. No Bristleback. Buyback, AA. We need your buyback. Let's reduce too much. Ah, maybe. Noch keine Base verloren, aber merkt hat ja, ich habe halt auch lieber einen Sky mit als AA mit. Von der Idee her sind die ähnlich, aber der not a fan. Ey, mit geht, ja, geht schon, aber es ist halt echt. Es kann so nach hinten losgehen und so richtig geil. Und so ein bisschen so ein fancy Pick. Klar geht das. Aber man sieht ganz deutlich, wo die Probleme liegen. Die respawn jetzt ein bisschen ungünstig. Ich jetzt schon ready hätte oder ich ein bisschen wieder respawnen würden, könnte ich meinen Ult dafür nutzen. Jetzt zum Glück noch kein Hex. Could have taken. You even have. Hey, der hat sogar. Nein, ist jetzt zu spät. Zu dem Zeitpunkt sind wir für ein Kill jetzt. Wir machen halt sonst nichts auf der Map bis hin. Wenn wir oben drei Leute sehen. Das Blöde ist, dass ich keinen Buyback hatte, dass das. Was das auf Cooldown ist. Jetzt ist der Rubik noch gestorben. Entweder hebt er es auf und geht weg, aber dieses halb erst hingehen. Das ist das Schlechteste, was wir machen können. Hat er denn sein Aghanims? Ja. Ich weiß nicht, ob Aghanims auf mit AA gut ist. Du hast gerade zu spät gemacht. Was ist mit unserem CK los? Der denkt sich so, nee. Jetzt stirbt unser Nightstalker. Okay, das Spiel ist tatsächlich vorbei. Jetzt stirbt unser AA noch. Okay.
Da haben sie einfach alle gedacht, wir sterben mal alle einzeln danach. 2 gegen 5 ist auch nicht 2 gegen 5. Sonst ist es ja noch 3 gegen 5. Und er muss halt schon was machen. Und er hat Buyback. Also ist natürlich das Richtige ist da, dass er kämpft. Auch nicht, wenn er wollte. Das war ultra schlecht gerade. Von denen. Holy shit. Das waren halt 3 Arschlöcher in diesem Spiel. Also, was für Arschlöcher. Der Rubik war das größte Arschloch mit Abstand. Danach ziemlich knapp der CK. Und der AA war auch nicht so weit davon entfernt. Hey. Wenn es halt Dota ohne Arschlöcher gäbe. Also wirklich, das sind auch alles so richtig dämliche Schwachköpfe. Das ist halt, die sind so... Solche Leute möchte man auch im echten Leben nicht kennen. Das sind nur... richtige Schwachköpfe. So irgendwas sind so die schon, die mit 15 noch an der Supermarktkasse heulen oder so. Dota und Arschlöcher, ganz so schlimm ist es leider nicht. Die Arschlöcher, so viele sind es gar nicht. Aber es reicht halt aus, um die Community so kaputt zu machen und wie gesagt, manche lässt es nicht anstecken. Das ist nicht jeder ein Arschloch in Dota. So auf diesem Niveau, das ist halt immer so ein bisschen übertrieben. Das Problem ist, dass es genug Arschlöcher gibt, dass der Eindruck entsteht. Das reicht ja, wenn du in einem Spiel 1, 2 Arschlöcher hast von 10, dann nervt das schon genug. Ja, wenn man seine Süßigkeit nicht kriegt, Influencer, dann heult man eine Supermarktkasse. Naja. Schon eine Arschlöcher. Naja, aber es ist halt echt so. So, nee, jetzt mach ich nicht mehr. Von denen hat auch insgesamt keiner gut gespielt. Das ist so krass. Die Stats sind furchtbar. Als wir vorne lagen, haben sie nicht gepusht. Wir hatten schon Möglichkeiten. Das war einfach. Und das, ich weiß nicht, ob es immer noch so kaputt ist, teilweise, dass man nicht mehr Leute avoiden kann, wenn man keine Reports hat. Vielleicht eine Reihenfolge machen müssen. Aber der dachte auch so richtig, ja, weißt du was, ich pick AA mit. Ich bin nämlich ein richtig geiler Typ. Was hat er geleistet? Nichts. 7, 6, 9. Das wären als Support-Stats gerade so okay. Auch nicht super. Aber es wäre halt so okay. Last Pick Mitte. Aber ich pick ein AA in der Mitte. Warum? Weil ich ein Schwachkopf bin. Okay. Richtig schlecht, weil das haben wir auch gemerkt, der hat dann nur gefeedet. Dann ist er mal hingelaufen, gefeedet. Der konnte halt nichts mehr machen, weil sie einfach dann, was will er gegen den Pengo machen? Da leistet er dir einfach dann Open Wounds anschmeißt und Rage und ihn einfach in 3 Hits verfrühstückt. Und dann in der Mitte einfach in 3 Hits ohne Mobility-Items einfach so weg ist von, oder gegen den Bristleback mit Lotus Orb. 3, 4 von denen konnten er halt einfach komplett wegmachen, ohne jede Gegenwehr. Das sind halt Leute, die sich irgendwie für smart halten und denken, sie können was. Und leider totaler Crap sind. Sonst haben 11k gefarmt. Stimmt auch nicht ganz. Leider hat relativ schon viel gefarmt, hat aber auch mal Lanes gepusht und war einfach, hat Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wenn man irgendwas war, ist ja egal. Wenn er es halt vernünftig macht, wir bestrafen es halt nicht. Ich habe lieber dann so ein Bristleback als so ein AA, der irgendwie sowas versucht. Der Nightwalker hat noch ganz gut gespielt. Wie fast immer, unsere Lane lief ganz vernünftig.
Das Ultra Grief von Bristleback. Warum ist das Ultra Grief? Wenn irgendwas nicht funktioniert und er dann die Lane verlässt, kann die richtige Entscheidung sein. Keine Ahnung, wie lange das macht. Was weiß denn, was in deren Dings los war? Keine Ahnung. Wir haben halt Ultra Grief, immer so eine völlig übertriebene Ansage. Was das Ideale kann man nicht einschätzen, so, aber er hat eben 50 gespielt. Für 19 Games, 20 Games mit. Pff, keine Ahnung. Das Spiel anscheinend nicht. Wenn das halt Ultra Grief ist, was ist dann die Steigerung von Ultra Grief? Das ist mal ein bisschen, was ich halt meine. Ja? Was dann waren, was mein Rubik und was mein Chaos Knight gemacht haben. War es gut? Ich sage nicht, dass es gut war, aber dieses Ultra Grief von jemandem, der insgesamt ein vernünftiges Spiel abgeliefert hat. Ach, würde ich nicht sagen, dass es irgendwie gut war. Ich habe ihn nicht genug gesehen, aber das ist immer so ein bisschen Omega Grief. Ah, oder. Da ist immer der Abstand zu niedrig zwischen Ultra und Omega Grief, ehrlich gesagt. Da war Bristol vielleicht Super Grief, aber kein Ultra Grief. Oder Extra Grief. Und der Oracle war dann Super Grief. Und wir hatten im Team, da hatten wir halt Ultra Grief vom Chaos Knight und Omega Grief vom Rubik. Das ist, man muss da, wenn man schon die Begriffe verwendet, ne? Das muss schon richtig sein. Es ging darum, wer mehr grifft. Und ja, und bei mir haben sie deutlich mehr Scheiße gemacht. Das war ein Grief-Pick. Wenn du halt nicht. Das hat einfach zu viele Drawbacks. Wenn das nicht das voll irgendwie gerade ins Team passt oder du halt irgendwie der Obermeister bist, und das war ja halt beides nicht. Das AA mit halt einfach Schrott. Naja. Das ist Dota, meine Damen und Herren. Das ist Dota.